Bundespräsident Steinmeier hat das ehemalige Haus des Schriftstellers Thomas Mann in Los Angeles wieder eröffnet. Die Villa soll künftig als transatlantische Begegnungsstätte dienen. Die Bundesregierung kaufte das Haus, in dem der Schriftsteller 10 Jahre lang lebte, 2016 und ließ es renovieren. In den 40er Jahren war es Treffpunkt deutschstämmiger Intellektueller im Exil. Thomas Mann schrieb hier unter anderem seinen Roman Dr. Faustus. Wo heute der Bundespräsident die Feder führt, schrieb früher Thomas Mann. Diese Villa in Los Angeles diente dem Schriftsteller während der Nazi-Herrschaft als Exil. Hier verfasste er während des Krieges etwa deutschsprachige Radiobotschaften, um aus der Ferne Widerstand gegen Hitler zu leisten. Dies war ein politisches Weißes Haus und Thomas Manns Arbeitszimmer war gewissermaßen das Oval Office der Exilopposition gegen Hitlers Terrorherrschaft in Berlin. 10 Jahre lebte und wirkte Thomas Mann hier. Die Nachbesitzer ließen das Anwesen verfallen, es drohte sogar der Abriss. Das verhinderte die Bundesregierung, kaufte das Haus für einen hohen Millionenbetrag und ließ es aufwendig renovieren. Ein Glücksfall für den Enkel Thomas Manns, denn die Villa war ein magischer Ort seiner Kindheit. Hier wurden die Feste gefeiert, hier wurde diskutiert, hier wurde Weihnachten gefeiert, Silvester gefeiert, hier habe ich meine Gedichte aufgesagt, alles diese Dinge. Es ist hier sehr viel los gewesen. Bald soll hier wieder etwas los sein. Deutsche Intellektuelle werden im Thomas-Mann-Haus einziehen, um den Dialog mit der amerikanischen Gesellschaft zu suchen. Die Hoffnung ist groß, dass hier nicht nur ein altes Haus in neuem Glanz erstrahlt, sondern auch die deutsch-amerikanische Freundschaft. Die Amerikareise des Bundespräsidenten ist außergewöhnlich. Denn während Frank-Walter Steinmeier hier in Kalifornien auch namhafte Trump-Kritiker trifft, wird er keine Gespräche mit Regierungsvertretern in der Hauptstadt führen. Die USA sind mehr als Trump, so die Botschaft des Bundespräsidenten.